Jamaika ist gescheitert, jetzt liegt alle Hoffnung auf der SPD. Gnade uns Gott. Auf dieser Regionalkonferenz soll die Basis neue Vorschläge einbringen. Aber ist die Basis auch seriös genug? Ich bin für eine programmatische Veränderung. Die SPD muss richtig in die Kante gehen. Ja. Weil wir müssen wieder in die 70er Jahre wieder zurück. Ist es denn wichtig, jetzt auch ein bisschen jugendlicher rüberzukommen? Ich sehe, Sie sind ja entsprechend schon mal angezogen. Nicht nur jugendlicher, nein, mit Intelligenz. Also ein bisschen intelligenter rüberzukommen. Darum die Verkleidung auch? Verkleidung? Ich bin nicht verkleidet. Das ist übrigens ein Schal von der, Frauen-Bundesliga hier. SG Essen ist das. Und Sie sind wirklich richtig motiviert für heute. Sie sind richtig gut drauf. Absolut motiviert. Ich bin immer motiviert. Wir haben jetzt wirklich, wir wollen Gas geben. Ja, ne? jetzt sehe ich den Kampfgeist in den Augen. Absolut. Jetzt ist er wieder weg kurz? Nein. Also ja, jetzt kommt er wieder. Jetzt ist er wieder da. Der Kampfgeist ist wieder da. Jetzt langsam geht er wieder weg. Nein, aber es ist jetzt doch, ist er wieder da. Absolut. Es ist aber doch ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich gemeinsam anfangen zu kämpfen. Absolut. Gib mir ein S! Gib mir ein P! Ja, so ist das noch nicht ausreichend, muss ich sagen. Als wäre SPD, wäre das Wort gewesen. Genial. Das mit der Kappe haben Sie sich von Trump abgeguckt, oder? Nee, eigentlich nicht. Die haben wir schon vor Trump. Vor Trump schon gehabt? Ja. Wobei ich bemerken muss, dass ich Herrn Trump kenne. Sie kennen Herrn Trump? Ja, den habe ich mal in New York getroffen. Und da hat er den Befehl gegeben, mich zu erschießen. Mich zu erschießen. Kill him, hat er gesagt, zu seinen Leibwächtern. Das ist ja Quatsch, die Geschichte jetzt. Nein, das ist einfach Unsinn. Nein, der wollte mich von sich entfernt haben. Ja. Der mit der roten Kappe hat behauptet, Trump wollte ihn erschießen auf der Fifth Avenue. Hätte er das mal gemacht? Ist natürlich auch viel Frust jetzt gerade. Da hilft die Urschreitherapie. Lassen Sie Ihren Frust mal raus. Schreien Sie Ihren Frust raus. Jetzt schreien Sie Ihren Frust raus. Scheiße! Ja! Jetzt Sie! Scheiße! Ja, jetzt hier! Nee. Ich weiß, was die SPD retten kann. Eine Bürgersprechstunde in der Bimmelbahn. Wie finden Sie das? Hervorragend, ganz großartig. Das habe ich mir gedacht, da gehe ich jetzt nämlich mal hin. Ja, das war nämlich gar kein Witz von mir. Die Bürgersprechstunde gibt es wirklich. Und rätselhafterweise findet sie in der Bimmelbahn statt. Haben wir uns auch angestrengt und da, wo in Essen, wo wir verloren haben, war die SPD selbst in Schuld. Wattenscheid ist 1974 eingemeindet worden. Es gab eine Volksabstimmung. Herr Schäfer, ist das jetzt hier der Schulz-Zug, von dem man schon so viel gehört hat? Nein, das ist eine historische Straßenbahn, wo interessierte Bürgerinnen und Bürger durch Bochum fahren. Okay, also nicht der Schulzzug. Gut, für einen Schulzzug ist es hier auch viel zu schnell und viel zu modern, muss man sagen. Nein, das stimmt nicht. Also das ist eine historische Straßenbahn, die ist zwar modernisiert worden, aber Martin Schulz ist schon moderner als diese Bahn. Steht auf, wenn ihr Genossen seid, steht auf. Wenn ihr Genossen seid, steht auf. Ja. Ja. Nee, so wird das nichts. Jetzt gibt's hier noch einen, der die SPD retten kann. Deshalb hab ich mich kurzerhand an Steuer gesetzt. Was die aber noch nicht wissen, ich mach's wie Christian Lindner und steig bei voller Fahrt aus. Viel Glück, SPD.